Sicht habe und ein bisschen besser sortiert bin. Der Arbeitsmittelscheiß, der kommt hier rein. Weil dem interessiert mich keiner und keinen. Und hier, was finde ich mit dem Kies? Wo kommt der Kies her? Keine Ahnung, wo der Kies herkommt. Oh, hier haben wir noch mehr. Spinnenaugen. Und noch mehr davon. So! Das Essen weg, das weg. Den Kies bitte weg. So! Langsam kriegen wir doch hier Ordnung rein. Ist das nicht mal noch was Feines? Hier haben wir jetzt mal ein bisschen was. Zack. Und das. Und da wächst weiter fröhlich unser Zucker. Seit wann macht man eigentlich aus Zucker Papier? Aber naja. Ich frage jetzt mal nicht mehr detaillierter nach. Hopp, und raus. Und es wird schon wieder dunkel. Wie lange nehme ich denn jetzt schon wieder auf und mache nichts Anständiges? Oh, was heißt ich mal? Ich mache ja an sich was Anständiges, so ist es ja nicht. So, es sind erstmal genug Truhen. Wenn das nicht genug sind, dann baue ich hier später auch noch zwei hin. Aber das reicht ja jetzt erstmal. Genau, Zucker war ich gerade dabei. Da ist er. Ja, 12 Stück ist gut. Ist sehr schön, weil dann kann ich hier wieder 1, 2, 3. Wieder viele Blätter. Viele, ja, viele ist gut. Wo haben wir unser Leder? Zack. Und noch 1, 2, 3 Leder. Und da kommen noch mehr Bücher dazu. Und was wir mit den Büchern machen, wissen wir auch. 1, 2, 3. Sehr schön. Den können wir auch gleich dazu bauen. Zack. Es nimmt Gestalt an. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Heureka. Ja, das Buch. Das Buch und das Leder packe ich mal hier zu. Gut. Was machen wir jetzt? Schlafen. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Wir schlafen erstmal. Gut, jetzt gucken wir erstmal, ob hier uns so irgendwo ein Creeper irgendwas. Ja. Gut, also unser Hühnerzucht geht weiter voran. Ich brauche jetzt eigentlich nur auf den Zucker warten und. Was machen wir denn, während wir auf den Zucker warten? Erstens den Bogen nehme ich wieder mit. Zweitens, die brauche ich gerade nicht. Obwohl, wir könnten mal eben abhanden gehen. Warum eigentlich nicht? Wir könnten mal hier. Ich doch eigentlich. Ach, wisst ihr was? Wir gehen irgendwo hin und dann gehen wir abernten, glaube ich. Das würde, glaube ich, das ist wahrscheinlich angenehmer. Ups. Was ist die Frage? Gehen wir in den Nether? Oder gehen wir Diamanten suchen? Ich glaube, sinnvoller ist es sogar, Diamanten suchen zu gehen. Weil Diamanten brauche ich zurzeit mehr als den Nether. Weil wir brauchen sowieso Enderaugen und Lohnstaub haben wir gerade genug. Heißt, ja, wir werden jetzt mit dem Diamantenschwert und der. Obwohl, Obsidian brauchen wir nicht, Diamantenspitzhacke können wir da lassen. Heißt, jetzt kommt das hier weg, wie ich gerade schon sagte. Die Schaufel, ja, die können wir eben zerschießen, sozusagen. Und hier mal eben. Eins, zwei, drei. Zwei.
Noch eine davon mitnehmen. Und natürlich eine Schaufel, weil die ist hier bald vernichtet. Und ich würde gerne eine Crafting-Table mitnehmen. Warum habe ich keinen mehr? Hätte ich mir auch da craften können, aber ist jetzt auch egal. Gut, also wir gehen nochmal runter. Nochmal ist gut, wir gehen noch 50.000 mal runter. Aber wir gehen jetzt noch einmal in die Höhle des Löwen. Den Zucker kann ich eigentlich jede Minute kann ich den abbauen. Nur da der nur 3 hochwächst, muss man das auch mal ab und zu machen, weil ansonsten hat man nämlich hier irgendwie bald nichts mehr. So, egal. Auf geht's. Wir ziehen los. Mit nicht sehr viel Fleisch. Das reicht. Das reicht. So. Gehen wir da lang? Nein, gehen wir nicht. Wir gehen woanders lang. Mir ist nämlich was aufgefallen. Damals haben wir da unten nämlich noch nicht so viel gemacht. Und da witzigerweise diese ganzen Schluchten hier miteinander verbunden sind, ist das auch kein Problem. Finde ich hier irgendwie mal. Mir wurde übrigens gesagt, hey, mach doch mal bei, wenn du Diamanten suchst, einfach dieses Cross-Mining oder wie das heißt. Das ist irgendwie, dass man die ganze Zeit einfach nur in eine Wand gräbt und in alle 4 Richtungen oder sowas in der Art. Auf einer bestimmten Ebene mache ich nicht. Warum? Weil ich es auf altbekannten Wege, also so wie wir hatten das eine Mal ja Glück, da habe ich ja eigentlich nur was gesucht. Oh, hi. Oh, hallo, was ist denn da unten los? Oh, ne, ist gar nichts los. Aber an sich Zuckerrohr. Nehme ich mit. Aber an sich möchte ich auf jeden Fall darauf verzichten. Warum habe ich hier... Woher habe ich den Faden? Egal. Nehme ich jetzt auch mit. Ist auch egal. Ich möchte darauf verzichten, weil ich... ich finde das doof, dass ich mir das... Na, cheaten ist es ja nicht unbedingt. Aua. Cheaten ist es ja jetzt nicht unbedingt, aber es ist... Finde ich doof. Okay, ich dachte schon, ich bräuchte irgendwas. Nö. Ich bräuchte aber Kohle, sonst sind meine Fackeln nämlich ziemlich schnell weg. Ich weiß, ich könnte auch sowas wie eine Karte machen und. Mach ich aber nicht, keine Lust. Ich hab den Kompass, das reicht mir erstmal. Stirb, Kuh. Ja, Leder brauche ich wie gesagt auch. Was ist das hier für merkwürdiges? Ich glaube, ich jetzt hier wieder Grafikfehler, wenn ich so in die große Welt hinaus. Wenn ich in die große Welt gehe, habe ich hier gerade wieder irgendwelche Grafikfehler. Falls ihr euch fragt, was zum Teufel macht der da? Der sucht nach einem. Nach einer Schlucht, so wie eh. Was ist das denn hier? Scheiß Grafikfehler. So, nach sowas hier suche ich nämlich. So, das ist schon mal perfekt. Können wir ein bisschen ein Level sammeln. Ich möchte nämlich Level 30 werden, das ist ganz wichtig. Ich muss noch verdammt viele Male Level 30 werden, aber Level 30 ist halt das Maximum, an dem man verzaubern kann. Das heißt, immer wenn ich Level 30 bin, würde ich gerne eine Waffe oder ähnliches verzaubern. So, und hier werde ich jetzt mal eben... Bevor ich das nämlich vergesse. Zack. Wieder ein paar mehr Fackeln machen. Oh, halt. Ein Enderman. Ich bin hier. Komm. Weh, du läufst weg. Wo bist du? Ich brauche dich, Enderman. Da bist du.
Ender. Scheiße, wo ist der Enderman? Ist ihm ernsthaft abgehauen? Du Arsch! Die Monster, die ich am meisten brauche. Oh, Creeper. Die Monster, die ich hier am meisten brauche. Ach, liegt doch in Luft. Oh, ich muss essen. Oh, damn that, Wie gesagt, das sind die Monster, die ich am meisten brauche, diese scheiß Endermänner. Ja, was haben wir denn direkt hier gefunden? Das habe ich, sowas habe ich mir erhofft. Sowas habe ich mir erhofft. Na, holla die Waldfee. Mal in alle Seiten reingucken. Ich wehr wechsel, ich nehme mal den Bogen. Was ist das für ein Scheiß? Also ich könnte hier sehr wahrscheinlich ziemlich schnell verrecken, aber... Geh mal kaputt, bitte. Danke. Ich glaube, ich nehme ab hier das Diamantschwert. Das ist, glaube ich, echt... Okay. Ich weiß, dass ich mich. Zum Glück habe ich einen Kompass dabei. Ich weiß, dass ich mich hier irre verlaufen werde, aber. Der Punkt ist einfach nur. Dass ich nach Truhen suche. Nach Truhen, wo Diamanten drin sind. Dafür sind diese netten Schächte ja eigentlich relativ bekannt. Hallo, jemand da? Auf welcher Tiefe bin ich hier? Oh, ich bin noch extrem hoch. Ah, hoch in Anführungsstrichen, aber ich bin noch 27. Hier ist ein Thron. Sehr schön. Kürbiskerne. Nett. Weg mit dir. Apropos, ich bräuchte mir Erde drin. Da hat sich solche Lücken hier zumachen kann. Soll ich die Kiste eigentlich mitnehmen? Na, egal, ich lasse jetzt da stehen. Was ist unter meiner Würde, so eine Kiste mitzunehmen? Super. Hast du schön gemacht. So, einmal hier vorbei. Oh. Lapis Lazio, oder wie das Zeug heißt. Los, jemand? Nein. Da war ich schon mal? Okay. Und kommen noch mehr Zombies. Lava, okay. Yeah.
Komm mal von da. Ich höre schon die Lava pochen, deswegen habe ich hier gerade ein klein wenig Angst. Deswegen stelle ich mich lieber hier hin. Ich höre schon die Lava pochen. Sonst hätte ich es gewusst. So, wir haben doch gerade eben hier wieder Holz eingesammelt. Ich bräuchte mal bitte 6. Zack, 24. Zack, Fackeln. Nee, hier verbaue ich nichts mehr ab, danke. Auf welcher Ebene bin ich? 14, das heißt... Hier unten könnte es also schon Diamanten geben. Was ich natürlich begrüßen würde. Was ich jetzt mache, ist extrem riskant. Könnte mich nämlich einfach in die Lava reißen. Genau das habe ich befürchtet. Leck mich in der Tasche. Wie viele Pfeile brauchst du denn hier? Okay. Vor allem scheint hier extrem viel... viel Lava zu sein. Diamanten! Tatsache! Ich hab endlich mal wieder Glück, ey. Naja, es sei denn, ich krepiere jetzt gleich, weil mich irgendwas von hinten angreift, aber ansonsten habe ich gerade relatives Glück. Genau so möchte ich ihn einfach... Oh, fuck! Stopp! Nicht weiter ausbreiten, bitte. Nicht weiter ausbreiten. Ich will mir hier meinen Rückweg nicht ab... schnüren, danke. So. So. Diamanten! Ja! Wie mache ich das jetzt? Großräumig alles weg, würde ich sagen. Ich fühle mich verarscht, wunderbar. Wieso habe ich keinen? Ich bin so doof. Das könnte ich doch einfach machen. Ich meine, wie wäre es, wenn ich das einfach wegwerfe? Zack. Eimer. Eimer schön und gut, aber... Jetzt habe ich hier natürlich kein Wasser mehr, aber da hinten sehe ich Wasser. Das heißt, ich versuche mich jetzt bis zu diesem Wasser irgendwie vorzukämpfen, weil die Diamanten schweben mitten in der Lava. Meine Diamanten verlieren möchte ich ganz sicher nicht. Okay, hier mache ich mal vorsichtshalber zu überall. Geh mal eben weg, Axt. Das ist die große Frage, wo kriege ich jetzt hier mein Wasser her? Da war's. Tada.
die große Frage, ist da drunter jetzt auch noch? Genau, das hatte ich befürchtet. Ja. Da haben wir unsere drei Unglücksbringer hier. Da. Und ich habe Angst, ein bisschen Angst, dass da von da oben gleich was kommt. Ja, wie mache ich das mit euch? Bin ich doof. Und einfach so. Fertig. So. Ja, wir haben drei neue Diamanten. Das ist sehr schön. Das freut mich. Raus will ich ja eigentlich gerade noch nicht. Ich möchte eigentlich mich umgucken, ob hier noch mehr ist. Das wäre ganz nett. Wow! So. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Zwei Diamanten ist ja jetzt noch nicht. Ne, drei. Drei Diamanten sind jetzt noch nicht die fette Ausbeute, aber es ist natürlich besser als nichts, ich würde euch. Ja, alles bis auf das da hinten gekriegt. Und jetzt irgendwie, ich finde. Diamanten sind ja ganz oft bei... Verdammt. Bei Lava, ne? Ist hier irgendwie... Vielleicht direkt nebenan... Eine Höhle. Wunderbar. Nein, das hier verstehe ich nicht als Cross-Mining. Wenn ich ab und zu mal in irgendeine Wand reingrabe, heißt das nicht, dass ich hier... Also ich verstehe es zumindest nicht als Crossmining. Wenn ihr das dann schon als Crossmining seht, ist mir das egal. Dann ist mir das egal. Aber bewege mich mal langsam nach vorne. Aber ich finde hier Gold. Okay.